Nominiert für den WTT Young Leader Award 2018 in Management-Konzeption sind Team Brückli. Lohnt sich die Integration von Menschen mit körperlichen und psychischen Schwierigkeiten finanziell für die Allgemeinheit? Und wie geht es ehemaligen Klienten? Der Verein Brückli in Romanshorn hat das Ziel, Menschen in schwierigen Lebenssituationen auf die berufliche und gesellschaftliche Integration vorzubereiten und ihnen so den Einstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Das Praxisprojekt von Brückli beinhaltet zwei Elemente. Zum einen die Weiterentwicklung der Sozialbilanz. Die sogenannte Sozialbilanz zeigt auf, dass Brückli nicht nur Kosten verursacht, sondern für Gesellschaft einen substanziellen Mehrwert generiert. Das zweite Element ist das Erstellen von einem Konzept. Das Konzept erlaubt am Brückli, die langfristige Wirkung ihrer Arbeit auf die Menschen zu messen. Die wissenschaftliche Substanz in diesem Projekt war, dass sie die verschiedenen Ansätze, die es heute gibt, zur Messung der Sozialrendite, möglichst bewerten, objektiv bewerten, nach klaren Kriterien und dann zu einer Auswahl für die Kundschaft kommen. Also die Resultate von dem Projekt haben für uns eine grosse Bedeutung, weil wir jetzt in der Lage sind, unsere Klienten nach dem Austritt vom Brückli weiter zu begleiten und nachzufragen, wie es ihnen ergangen ist. Mit dem können wir unsere Dienstleistungen verbessern und weiterentwickeln. Wenn ich in 10 Jahren zurückschaue auf die Praxisprojektzeit, dann werde ich mich erinnern an den tollen Spirit, den wir hatten innerhalb des Teams, aber auch die gute und professionelle Zusammenarbeit mit dem Kunden, wo, so glaube ich, ein Schlüssel war für unseren Erfolg. Mit Roman Schelli, Projektleiter, Stefan Spelti, Kevin Braunwalder, Ermire Sahiti, Laura Giger, Philipp Dudli, Team M&M Militzer und Münch. Wie sieht ein internationales Bonussystem für M&M-Manager aus? Die M&M Militzer und Münch International Holding AG in St. Gallen bietet weltweit integrierte, individuelle Transportlösungen zu Luft, zu Wasser, auf Schiene und auf der Straße. Bei unserem Praxisprojekt haben wir ein Bonussystem von 18 Managing Directors in 15 verschiedenen Ländern rund um den Globus analysieren und anpassen. Die wesentliche Substanz ist das Konzept des neuen Bonussystems. Das Team hat ein standardisiertes Bonussystem entwickelt, in gewissen Punkten aber individuell auf die lokalen Gegebenheiten anwendbar. Wir werden das Bonussystem in Zukunft umsetzen. Es ist vor allem auch sehr gut, weil es eigentlich bereits pfannenfertig vorliegt. Bei unserer Arbeit war die grösste Herausforderung sicherlich, um herauszufinden, was motiviert die 18 Managing Directors, zum täglichsten Höchstleistung zu erbringen, da alle verschiedene kulturelle Hintergründe aufweisen. Mit Christian Wenger, Projektleiter, Carolina Rodriguez, Margarita Vicente, Fabienne Elsa, Robin Richner, Sebastian Richard, Team Swisslog. Was benötigen chinesische Spitäler, um ihre Medikamentenlogistik sicher und effizient zu gestalten? Die Swisslog Healthcare Solutions Shanghai entwickelt und implementiert integrierte Automatisierungslösungen und Services für den Gesundheitsbereich. Our project is about the hospital logistic automation in China. We analyze the distribution of medication in the hospital with our goals of improving patient safety. Verschiedene Leute, verschiedene Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen, Fragmente und daraus mussten sie einen generell gültigen, akzeptierten Prozess generieren. I think the culture gap is the biggest challenge. Die Resultate sind sehr fundiert und für uns konkret auch umsetzbar. Mir wird sich auch in 10 Jahren in Erinnerung bleiben, wie wir mit unseren chinesischen Studenten in der Schweiz und auch vor Ort in Shanghai gearbeitet haben. Es sind sehr viele lehrreiche Situationen dabei gewesen. Viel Interkulturelles dazugelernt und eine tolle Zeit miteinander verbracht. Von der FAS mit Ferdinand Groß, Projektleiter, Tobias Goldener, Joel Geisser. Von der Shanghai University mit Xiaqian Li Cherry, Projektleiterin, Shuai Dun Joseph, Jicheng Chessi. Das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen gratuliert als Kategoriensponsor des WTT Young Leader Award in Management-Konzeption den nominierten Teams und ist nun gespannt auf das Juryurteil.